Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, unser heutiges Projekt soll eine Rautenbox werden. Meine ist jetzt nicht ganz perfekt geworden. Weiß nicht, was ich da für Fehler gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich welche gemacht. Und so sieht sie aber aus im Endeffekt. Label wieder mit dem Etikettendrucker gemacht. Aber allerdings nicht mit dem vom Action, sondern habe mir einen Dymo gekauft. Von Dymo, und zwar den Dymo Junior. Und da passen auch die Etikettenbänder vom Action rein. Also dafür klare Kaufempfehlung. Aber das zeige ich euch dann gleich im Video. So, ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wie es gemacht wird und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß! Für das Büchschen brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Material. Und zwar brauchen wir einen Farbkarton nach Wahl in 8 x 21 cm. Wir brauchen ein Designpapier in 5,5 x 21 cm. Und ich habe mir hier, entschuldigt bitte, ein Blümchen und so ein Blättchen hier als Strasssteine rausgesucht, weil die Box ist ja relativ klein, also viel könnt ihr da nicht dekorieren. Und dazu machen wir dann gleich mit dem Etikettendrucker noch ein Schildchen. So, da mache ich gerade Platz und dann können wir direkt anfangen. Wir fangen mit dem Farbkarton an. Das falzen wir einmal mittig bei 4 cm auf der kurzen Seite. Das heißt, ihr habt dann hier eure Falz direkt mittig. Und dann müssen wir das noch einmal ein bisschen nachfalzen. Und zwar von oben bis zu der Falzlinie. Einmal alle 5 cm. Aber nur bis zur Falzlinie, nicht komplett durch. Und dann einmal bei 5. Einmal bei 10. Einmal bei 15. So, und jetzt bin ich einmal faul. Ich habe keine Lust, das Lineal auszuklappen. Wir haben 21 cm und die nächste müssen wir bei 20 setzen. Ich lege mir das jetzt rechts bei der 1 cm an und falze es dann so. Dann habe ich auch meine 20 cm Linie. So, das ist das erste Stück. Dann kommen wir hier an das Designpapier. Das falzen wir jetzt auf der kurzen Seite einmal bei 1,5 cm. Genau, bei 1,5. So, und jetzt falzen wir auf diesem schmalen Lasche, nur die schmale Lasche, einmal bei 5,1 bei 10,2 bei 15,3 So, und da ich jetzt wieder zu faul bin, wir haben 21 cm Länge. Die nächste müsste bei 20,4, also falzen, legen wir uns das rechts bei 0,6 an. Dann haben wir auch da unsere 20,4. So, so sollte das dann aussehen. Dann kann das Falzbrett einmal beiseite. Dann nehmen wir uns unser Farbkarton wieder. Das Designpapier einmal beiseite. Opa, entschuldigt bitte. So, wir müssen uns jetzt noch ein bisschen was einzeichnen. Da steht Kante hoch vom Schneiden. Und zwar zeichnen wir uns nicht hier oben, wo wir die Falzlinien haben, sondern unten auf dem unberührten Teil. Zeichnen wir uns einmal bei 7,9 und 12,9.
mal einmal näher ran. Also hier haben wir 7,9 und da sind 12,9. Einfach nur so eine kleine Markierung setzen. Jetzt gehen wir hier von dem Treffpunkt aus, ziehen wir uns die Linie nach da unten zu der ersten Markierung. So. Von dem zweiten Treffpunkt der Falzlinien ziehen wir uns eine Linie zu der zweiten Markierung. So. Dann haben wir hier unseren Boden. Das wird der Boden. So, wir haben ja jetzt noch rundherum richtig viel Papier. Wir haben hier ja 4 cm. Davon brauchen wir 1 cm Klebelasche. Das heißt, ich lege mir das Geodreieck hier unten bei 3 cm an und ziehe mir jetzt von hier außen bis zu der Linie, die wir eben gezogen haben. Und von der zweiten Linie einmal bis zum Schluss rüber. Das heißt, dass euer Papier dann so aussieht. So, dann müssen wir uns gleich hier abschrägen. Hier abschrägen. Hier die Schräge ist ja schon. Das heißt, wir schrägen uns dann gleich nach dahin und nach dahin. Dann machen wir hier eine Schräge, da eine Schräge und da eine Schräge. Bedeutet, dieses Stück kommt weg, das große kommt weg und dann halt dies hier und die kleinen Abschrägungen von der Klebelasche. So, dafür hole ich euch jetzt mal wieder raus. Dann seht ihr auch, was ich mache. Da schneide ich mir jetzt einmal locker drauf hin. Einmal ab. Hier schneiden wir uns dann ein bis zu der Falzlinie. So, da wir hier ja schon die Abschrägung haben, brauchen wir da nichts mehr wegschneiden. Wir schneiden jetzt hier die Schräge bis zu der Stelle, wo sich die Falzlinien treffen. Auf der anderen Seite genauso. Dann machen wir hier auch, bis die Falzlinien sich treffen. Und schrägen das hier auch ab. Und dann schrägen wir uns noch einmal hier oben ab. Das heißt, so sollte euer Papierchen dann jetzt aussehen. Ich gehe jetzt einmal hin und radiere mir einmal ganz vorsichtig die Falzlinien weg. Das mache ich ohne das elektrische von dem Radierer, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir sonst die Farbe von dem Papier verschwindet. Das kann man ganz gut nutzen, wenn man mal auf der Rückseite oder so anmalt oder markiert. So, so sollte euer Stück jetzt aussehen. Das geht dann einmal beiseite und wir nehmen uns unser Stück Designpapier. Die schmale Lasche ist oben. Dann zeichnen wir an. Also eine Markierung bei 8,2 und eine Markierung bei 13,3. Und ziehen uns die Linien wieder genauso, wie wir das eben gemacht haben,
bei dem anderen Stück. Von dem ersten Treffpunkt zur ersten Markierung. Vom zweiten Treffpunkt zur zweiten Markierung. Ich weiß, ihr seht das so ziemlich schlecht. Also hier sind meine Markierungen. So, wir haben jetzt 5,5 cm das Papier in der Breite. 1,5 sind weg, das heißt, es bleiben 4 cm über. Wir brauchen jetzt eine 1 cm Lasche, Klebelasche. Das heißt, ich lege mir hier mit dem Geodreieck bei 3 cm an und ziehe die erste Linie wieder von links außen bis zu dem Strich, den wir gezogen haben, den Querstrich. Und von dem zweiten Querstrich komplett rüber. Ich denke, ihr könnt das doch ganz gut sehen. Dann machen wir hier wieder eine Klebelasche. Hier eine Klebelasche. Da. Hier schrägen wir uns ab. Da schrägen wir uns ab. Und da. Das heißt, im Endeffekt wird das genauso geschnitten von der Form her wie das den Farbkarton. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber wenn ihr es gleich geschnitten seht, dann wisst ihr, was ich meine. Also genau 1:1 wird das geschnitten mit den Linien wie dann den Farbkarton. So. Dann können die Schnipse weg. Dann müssen wir wieder mit dem Radiergummi einmal die übrig gebliebenen Linien ein bisschen wegradieren, damit man die nachher auf dem Projekt nicht mehr sieht. Wer da auch ganz pfiffig ist, kann das natürlich auch sehr gerne mit dem Schneidebrett machen, das zurechtschneiden. So. Das heißt, ich hole euch mal wieder ein bisschen raus. Farbkarton, Designpapier. Ihr seht nur halt ein bisschen von den Größen her ein bisschen unterschiedlich. Aber im Endeffekt schneidet ihr das genauso wie den Farbkarton. So, wir fangen jetzt auch wieder mit dem Farbkarton an. Da falzen wir uns jetzt einmal alle Linien nach. Guckt, dass ihr da relativ gerade falzt. Und vorsichtig, dass euch das Papier nicht reißt. So. Dann sollte das jetzt so aussehen. Jetzt müssen wir uns das zusammenkleben, und zwar, natürlich müssen die Laschen dann auch innen sein zum Kleben, wird das so zusammengeklebt, dass ihr einmal hier, den legt ihr euch dann hier rüber, klebt den da drunter,
Warum habe ich jetzt so viel hier? Jetzt ist dieses Stück doch echt zu groß. Warum? Hier haben wir 5,5. Ach Leute, heute ist nicht mein Tag. Woran liegt denn das jetzt? Hier haben wir 5. Da haben wir 5. Hier haben wir 5. Und hier sind 6. Aber dann müsste das ja rein theoretisch 22 cm sein, oder? Es auch. Wenn ihr so einen Fall mal habt, ich meine, es kann wirklich mal passieren. Ich versuche es jetzt einfach auszubessern. Das heißt, ich schneide mir jetzt einmal hier die 1 cm Lasche ab. Falze ich mir eine neue 1 cm Lasche. Das mache ich jetzt auch komplett durch. So. Und jetzt schneide ich mir das wieder passend. Das ist einmal schräg dahin, einmal schräg dahin. Wenn ihr jetzt wüsstet, wie oft ich hier schon vorab Fehler gemacht habe. Das ist jetzt mein zweiter Anlauf mit dieser Box. Ja, passiert das nun mal. Aber das war mir bei den anderen ein bisschen zu viel Fehler. Ja, das kommt aber hin. So, jetzt müsste das nämlich gleich passen. Das heißt, ihr klebt den ersten hier hin. Den zweiten klebt ihr da drunter und dann so und dann an die Lasche und jetzt habe ich zu wenig. Das geht nicht ganz. Ja, ich muss jetzt ein bisschen tricksen. Ich frage mich zwar warum. Also ich werde jetzt ein bisschen tricksen. Mein Boden wird ein ganz kleines Stückchen größer sein. Das werde ich mir nachher noch ein bisschen korrigieren. Ich hole euch mal wieder ein bisschen raus. So, jetzt machen wir uns hier auf dem ersten Klebelaschen, machen wir uns Kleber drauf und kleben den Boden der Box an die Klebelasche. Einmal ein bisschen festdrücken, warten, bis der Kleber angezogen ist. So, dann machen wir das zweite. Das mache ich jetzt mit ein bisschen Druck hier. Vielleicht klappt es ja gleich trotzdem. Wir werden es sehen. Also entweder ist das heute nicht mein Tag oder halt einfach nicht mein Projekt. Ja. Jetzt mache ich mir hier den Kleber drauf. Und gleichzeitig hier auf der Lasche. Hier ist es jetzt ein bisschen zu groß. Und klebe mir das dann jetzt da so rein.
Ich hoffe, dass ich gleich keine Probleme kriege, den Deckel da drauf zu setzen. So. Heißt, ich habe hier bei mir so ein ganz kleines Stück Papier über. Wenn ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich, dann sollte es bei euch nicht passieren. Heißt, ich versuche jetzt hier einmal mir einfach so einen schmalen Streifen da wegzuschneiden. Zack. Bin ich natürlich ein super Bastelbeispiel, ne? Naja, ist jetzt passiert. So. Das heißt, das wäre jetzt das Unterteil. Jetzt hoffe ich nur, dass das mit dem Deckel passt. Ach, herrlich, Leute. Ich meine, der ein oder andere weiß ja, dass ich vorproduziere meine Videos. Und für mich ist jetzt gerade aktuell ein Montag. Also, manchmal denke ich auch, ich bin ein bisschen blöd. Ja. Aber ich denke, ihr kennt das Problem. Ja, also den Deckel falzen wir uns jetzt die Falzlinien nach. Und kleben uns den, wenn es denn passt, genauso wie den anderen, also wie das Unterteil. Ja, das sollte passen. Ich habe hier allerdings nicht weit genug abgeschrägt. Das heißt, da knipse ich mir jetzt noch ein Stückchen weg, damit ich dann gleich da auch noch was zum Kleben habe. Ja, wenn ich das so sehe, sollte das passen. Kann man ja immer mal einmal kurz ein bisschen zusammenhalten. Ja, ein ganz kleines Stück behalte ich hier auch über. Das schneide ich mir jetzt aber weg. Zack. Es ist halt immer das Problem auch, weil mein Falzbrett ein bisschen schief ist, dass ich teilweise echt mal Abweichungen habe. Ja, das geht so aber jetzt. Und dann machen wir uns da wieder Kleber drauf. Kleben das einmal hier unter die Raute. Dann kommt da der Kleber drauf. Und kleben wir uns unter diesem Stück. So, und dann hier und da den Kleber. Sorry, wenn ich mal zwischendurch aus dem Bild husche, dann liegt es dran, weil ich sonst nichts sehe. So, das ist dann der Deckel. Und wenn wir jetzt doch noch relativ gut gearbeitet haben, sollten wir den auch da drauf kriegen. Na, da sollte ich vielleicht warten, bis der Kleber ein bisschen mehr angezogen ist. Bei mir hat sich das jetzt dadurch halt ein bisschen verzogen, aber so als Musterstück ist das nicht ganz so dramatisch. Man kriegt es trotzdem drauf. Also das wäre dann jetzt im Endeffekt eure Box.
Eigentlich gedacht für ein Raffaello, also so diese goldene Kugel. Nein, das ist Rocher, ne? Also die passen da wunderbar rein. Ihr könntet da aber auch locker so kleine Haribo-Tüten oder so reinmachen. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Deko. Ich habe ja hier einmal meine Blume und mein Blättchen. Das klebe ich mir da jetzt gleich so drauf. Ich könnte noch so ein kleines Schleifchen binden in dem hellen Grünton. Ich finde das ganz doof, dass man dieses Organza-Band bei Action gar nicht mehr bekommt. Das finde ich total doof. Ich liebe dieses Organza-Band. Also das ist echt für solche Sachen, gerade für den Bereich Basteln, der Oberknüller. Jetzt ziehen wir das noch ein bisschen kleiner. Zwar solche Schleifchen sind zwar ein bisschen Fummelarbeit. So. Zack. Zack. Ihr kennt das jetzt. Jetzt kommt mein schönes Feuerzeug. Dann schweißen wir das ein ganz klein bisschen an. Schleifchen setze ich jetzt damit hin. Na komm, stell wieder scharf hier. So, da möchte ich die Schleife hin haben. Die muss ich gleich auch einen ganz kleinen Moment festhalten. Damit die überhaupt ein bisschen anziehen kann. Dann kommt da das Strassblümchen rein. Das Blatt kommt daneben. Wenn ihr so Bänder oder so ankleben wollt, da solltet ihr wirklich gut festhalten, eine Weile, damit das überhaupt richtig anziehen kann. Ich lege mir da jetzt mal einmal meine Schere da so ein bisschen drauf und hole mir mal einmal meinen Label Maker. Dafür hole ich euch jetzt wieder komplett raus. Und zwar habe ich euch in dem letzten oder vorletzten Video gesagt, dass ich mir das Ding von Dymo bestellt habe. Und zwar ist das der Dymo Junior. Und da passen wunderbar die Etiketten von Action mit rein. Also hier diese Etikettenbänder. Ich habe jetzt hier das Pinke dran, das müssen wir aber einmal wechseln. Und zwar möchte ich da das Grüne nehmen. Einfach zu wechseln. Ihr macht hier einfach das Fach auf, zieht das letzte Bändchen raus. So. Dann nehmt ihr das andere Bändchen, was jetzt rein soll.
und lege das mit dem Weißen nach oben hier in dem Weißen ein. Jetzt muss ich, na ja, ich habe auf Leerzeichen stehen. Also ich stelle dann am besten das Rad einmal auf das Leerzeichen, lege das da so rein und könnt dann drücken und dann nimmt er das schon an und klappe einfach zu. So, und da seht ihr, kommt das Bändchen schon. Bin jetzt gerade am Überlegen, was drucken wir denn? Wir machen mal alles Gute. Da ist es jetzt nicht so wie beim Action, da macht ihr einmal leicht drücken Leerzeichen. Also hier muss man auch wirklich aufs Leerzeichen gehen. So, wenn ich das habe, dann gehe ich noch einmal auf Leerzeichen. Dann könnt ihr hier auf das Scherensymbol gehen. Drückt einmal und schon habt ihr das abgeschnitten. Und das ist dann das. Hier ist das Schöne. Der macht euch hier so eine Lasche, die ihr aufmachen könnt. Finde ich voll cool. Und das Schönste ist wirklich, dass da die Bänder von Action auch reinpassen. Und dieser Dymo Junior ist gar nicht mal so teuer. Den habe ich jetzt bei Amazon bestellt. Und da habe ich bezahlt 8,99 war es. Also das ist auf jeden Fall preislich für mich vollkommen in Ordnung. So, ich nehme jetzt allerdings, klebe mir das einmal auf ein Stück weißen Farbkarton, weil das ist nämlich das von Action. Wenn ihr das abzieht, wird das fast durchsichtig. Finde ich so an sich auch ganz cool. Nur jetzt für dieses Projekt, ja, wenn ihr da keine helle Unterseite habt, ist das natürlich ein bisschen doof. So, und jetzt schneide ich mir das einmal direkt am Rand entlang. Solche Sachen könnt ihr dann auch wirklich so weiße Reste oder so nutzen. So. So sieht jetzt mein Schildchen aus. Also ist für mich definitiv mit eins von dem Besten. Das habe ich hier doch gerade mit meinem Kasten auf meinem Laptop rumgeöselt und fast das Video verstellt, was gerade hochlädt. Ja, hier muss ich noch mitwischen. So kann das jetzt bleiben. Das Weiße kommt wieder beiseite für das nächste Schildchen. Dann nehmen wir uns das hier einmal. Machen uns hier ein Stückchen auf ein Stückchen Kleber. Ich klebe das jetzt nicht komplett an. Und das schiebe ich mir jetzt einmal so hin. Ich weiß, das Designpapier passt nicht gerade gut zu dem Grün, aber ja, ich wollte einfach Reste verwenden. Jetzt halten wir das ein kleines Stück fest. So. Und das wäre dann für diese Box die Deko. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also
ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Auch so die Farbauswahl. Ihr könntet hier natürlich auch noch rundherum ein bisschen dekorieren. Also das könnt ihr ganz beruhigt machen. Aber so ist das für mich als Musterstückchen vollkommen ausreichend. Und ich finde das mit den Etiketten, finde ich das mega, mega cool. Also die beste Investition, was ich jetzt gemacht habe, ist dieser Dymo-Drucker. Kann ich euch nur empfehlen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, deckt euch mit den Bändern ein, weil die kriegt ihr nur im Action so günstig. So bezahlt ihr umgerechnet für ein Band so um die 1,80 Euro und bei Action habt ihr 2 für 99 Cent. Also klare Kaufempfehlung. So, ihr Lieben, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch da ganz viel Spaß beim Nachbasteln und würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.